Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd mit mir, Edwinkmann. Wir waren stehen geblieben mit diesen Pokémon und vielen Trainern, die ich jetzt aber glaube ich alle beendet habe, denke ich. Wir waren im Wiesenflur angekommen, ja, so war's. Und dann gehen wir erstmal hier rein. Und dann haben wir unsere Pokémon. Keine Ahnung wieso, vielleicht damit wir mal im Wiesenflur waren. Heute hatte ich vor, nur eine Sache zu tun eigentlich. Dafür werde ich jetzt mit ein bisschen Hyperspeed zurückdrashen und in die Arena gehen. Da die letzte Folge ja so lang war, werde ich heute etwas Angenehmeres machen. Und die Arena besuchen. Ja. Mein Charme und ihr Tag meiner Pokémon werden dich schocken. Die Spannung meiner Seele, sie setzt alle deine Träume unter Strom. Jaha. Ja, und somit fangen wir auch sofort an mit Kämpferin Bärbel und Gitarrist Chuck. Nicht der Chuck, den wir alle lieben und kennen und verehren. Nein, einfach nur Chuck. Ja. Mogelhieb gegen Fritzeblitz und Hüptidüb, Erstauner gegen Mediti. Das war klar mit dem Scanner. Und ja, Fritzeblitz schreckt zurück. Dann machen wir mal Zertrümmerer gegen Fritzeblitz und nochmal Erstauner. Und das hat schon wieder geklappt, natürlich. Ein Voltoball. Hariyama macht dann Überwurf. Und nochmal Erstauner. Diesmal schlug Scanner fehl. Yippie-Yay. Natürlich sehr effektiv. Und noch ein Mediti. Ja. Dann machen wir einfach mal Felsgrab. Das habe ich auch eigentlich erwartet. Ah, naja. Ich bin geschockt von deiner Stärke. Da wurde der Stromkreis geschlossen und bis zum Kurzschluss belastet. Ja, und das System dieser Arena ist leicht. Es gibt Schalter, die werden betätigt. Oder eben halt nicht, ne? Ich weiß natürlich, was ich am besten mache und das mache ich auch. Und glitzernde und funkelnde Dinge. Glitzernde und funkelnde Dinge sind auch immer gut. Ich habe unter Walter trainiert. So einfach verliere ich nicht. Käfersammler. Käfermaniac, Raphael und Gitarrist Reinhardt. Raphael. Illumisee und Voltoball. Dann werden wir erstmal Überwurf. Und hier Mogelhieb. Ja. Mogelhieb war ein Volltreffer. Ja, macht du Ladevorgang. Überwurf. Hat natürlich geklappt. Ein Magnetilo. Nee, da mache ich jetzt mal Felsgrab. Oder? Nein, ich mach Überwurf. Hier könnte ich eigentlich Zerschneider machen. Meine Attacke ging daneben. Super Schall ging auch daneben und das war sehr effektiv. Irgendeine Attacke trifft schon. Hariyama erreicht Level 26. Und das war wirklich eine super Attacke. Muss ich wirklich zugeben. Ich mach mal Erstauner. Oder das reicht. Oh, ich bin geblendet! Stecker raus und ausgeschalten. Ja, ausschalten ist immer was Tolles. Diese Arena stellt hier eine Knobelaufgabe, ist das nicht lustig? Sind Knobelaufgaben lustig? Ich frage euch. Ja.
Sind sie es oder sind sie es? Ist eigentlich egal. Los, Hariyama, mach Zertrümmerer. Ist ja sehr effektiv gegen normale Pokémon. Ein Schluppuck. Mach mal über. Ja, natürlich. Vergifte mich. Jiha. Und ich mach Zertrümmerer, weil es nichts bringt. Und jetzt bringt es was. So. Egon, verlieren ist gar nicht lustig. Ja, Egon, da hast du recht. Ja, aber wir wollen uns jetzt nicht mit irgendwelchen Lappalien aufhalten. Und ja, ich habe keine Persifbeere mehr. Das ist geil. Bam, bam. Ne, ich hab keine mehr. Okay, dann kommt Hariyama weg. Warte, Eddie, du hast doch noch Moorabel draußen. Ich habe es aufgegeben, die Stadt umpolen zu wollen. Stattdessen verwende ich meine Energie lieber auf das Installieren von Fallen in meiner Arena. Oh, was machst du denn hier? Was ist das? Du hast es geschafft, alle meine Schalter zu finden. Das ist wirklich amüsant. Dann ist es nun an mir, dem Arena davon mal, Vero City, dich unter Spannung zu setzen. Das ist Walter oder Walter oder Walter. Das ist der Leiter und er setzt ein Volteball ein. Wieso habe ich schon Moorabel drauf? Das ist, denke ich mal, jedem klar. Moorabel ist ein Halb. Boden-Pokémon. Und somit, wir haben beide Walz eingesetzt. Somit ist es nicht schlimm, würde Voltoball Elektro-Attacken einsetzen. Macht er jedoch nicht. Und ich habe Walz eingesetzt. Das heißt, das hier ist ein Walzerkampf. Tanz mit mir, Voltoball, tanz! Ist egal, ob es der Flohwalzer ist, der Wiener Walzer, der. Egal. Eigentlich ist es egal, was es für Walzer gibt. Als nächstes wird Fritzeblitz eingesetzt. Nein, ich möchte das Pokémon nicht wechseln. Bitte setze Fritzeblitz ein. Fritzeblitz setzt Rückzugheber ein. Moorabel setzt Walzer ein. Wow. Ja. Und ja, Statik von Fritzeblitz hat mich paralysiert. Das ist toll, oder? Jetzt kommt ein Magneton. Jupp, Heidi! Ja. Und Superschall! Wenn das jetzt trifft. Paralyse und Verwirrung. Na, schade. Ich könnte aber eine Arena-Bär reinsetzen. Ultraschall. Er kann Ultraschall. Natürlich, ich habe mich vor Verwirrung selbst verletzt. Man muss sagen, Magneton und Magnetilus und die sind nicht gerade meine Lieblings-Pokémon. Wegen der unfairen Superschall und Ultraschall, überhaupt Schallattacken sind kacke. ja, ich wechsle das Pokémon. Und setze Sobiris ein, da Moorabel nicht mehr lang kann, ne? Da haben wir wenigstens ein Pokémon, was noch gut dran ist. Mit Mogelheb natürlich direkt mal einen Anfang geschaffen, er schreckt zurück. Ich mache Erstauner. Würde Erstauner machen, hätte er nicht Schockwelle gemacht. Erstauner bringt nicht viel, also werde ich Nachtnebel machen. Ja, ich weiß, dass du Schockwelle gemacht hast. Und Nachtnebel bringt nicht genug, aber mit Abstand. Also noch ein Supertrank. Schockwelle ist verdammt stark. Los, Hariyama. Ja, jetzt kommt Hariyama doch. Und ich werde Felsgrab machen. Sein Init sinkt. Mit Glück darf ich jetzt anfangen. Nein, darf ich nicht. Ah. So, das hier wird jetzt recht spannend.
Warte, ich hab doch noch Sprudel. Wuhu! Sprudel sei Dank. Und er macht nur Ruckzucki. Da. Elektroattack ja nichts wirken, ne? Zumindest mit Lehmschelle eigentlich bedient. Ne? Ja, und deswegen habe ich ja jetzt Lehmschuss gemacht. Und das reicht immer noch nicht. Und Lehmschelle und Ende. Morabel ist Level 28. Ich besiege Walter. Schön, ich habe verloren. Du hast es geschafft, meinen Stromkreis zu unterbrechen. Nimm diesen Orden. Eddie Wind 2400 Pokédex. Eddie hat den Dynamo-Orden von Walter erhalten. Mit dem Dynamo-Orden können Pokémon-Zertrümmerer auch außerhalb eines Kampfes einsetzen. Und außerdem werden deine Pokémon ein kleines bisschen schneller. Dies hier solltest du auch nehmen. TM34 erhalten. Ich habe das in die Tasche gepackt. Dies ist die TM34 Schockwelle. Eine verlässliche Attacke, die niemals daneben geht. Verlass dich drauf. Arenaleiter Walter wurde im Pokémon-Verzeichnis eingetragen. Und schon wieder eine fremde Person mehr. Problem ist, ich habe nicht mit ihm vorher geredet. Deswegen nachher. Ah, du bist elektrifizierend. Du hast die Tür offen gezwungen. Okay, ja. Diese Art des Ausdrucks, diese Nachricht, die er mir überbringen wollte, wollte ich auch vorschlagen. Oder so. Ja, bevor ich den Part beende. Natürlich, ein Basis-Item kann auf Select gelegt werden. Und da ich das noch nicht getan habe, werde ich jetzt meinen Allrad benutzen. Ich versuch's mal. Und dann steht mir einer im Weg. Und dann steht mir noch einer im Weg. Und dann geh nach rechts und dann geh nach unten. Und dann steht mir noch einer im Weg. Ja. Wenn dir einer im Weg steht, dann ist das immer ganz toll. 13 Mal. Zeit 16,6 Sekunden. Ich rate dir weiter zu üben. Und ich wünsche dir, dass du das Vergnügen des Radfahrens nie vergisst. Ja, danke. Fremder Mann am Ende des Fahrradweges, welcher nichts anderes zu tun hat, als zu zählen, wie oft du gegen eine Wand prallst oder gegen andere Leute, die einfach nur im Weg stehen. Ja, wo willst du denn hin, Eddie? Das ist eine gute Frage. Mitterbrock möchte mich nämlich nach Fausthaufen bringen. Und mit dem Fahrrad fahren wir ins Pokécenter. Mein Name ist Eddie Winkmann und wir sehen uns morgen wieder, wenn es heißt Let's Play Pokémon Smaragd. Bis dahin. Was ist denn da? Ciao.